So, ihr Lieben, jetzt wird's spannend. Wir wollen euch das Ergebnis unseres Soja-Experiments vorstellen. Und das Geheimnis lüften, wie viele Sojabohnen wir ernten konnten. Wir haben ja im April dieses Jahres dank des 1000-Gärten-Experiments unsere Sojas gepflanzt. In einem Garten in Hessen, ja, so circa 30 Kilometer nördlich von Frankfurt am Main. Also quasi ziemlich in der Mitte von Deutschland. So 9 Pflanzen hatten wir insgesamt, die wir vor ein paar Tagen geerntet haben. Und in mehrstündiger Kleinarbeit gestern Abend ausgepult. Ja, also ja, so normalerweise sind hier 3 Schoten etwa oder 3 Sojabohnen innerhalb von einer Schote. Ja, in einigen waren auch nur 2 Böhnchen drin und in einigen ganz seltenen Fällen hatten wir sogar 4 Bohnen in einer Schote. Genau, also die Pflänzchen haben außer Wasser eigentlich keine so große Pflege gebraucht. Wir haben keinen Kunstdünger verwendet oder keine Gülle. Das ging einfach so von alleine. Und die sind wunderbar gewachsen. Also die größte Pflanze hatte 151 Schoten. Wir haben sie selber nachgezählt. Aber jetzt wollen wir mal das Geheimnis lüften, wie viel Soja wir geerntet haben. Also was schätzt ihr? Wie viel Gramm Sojabohnen haben unsere 9 Pflanzen wohl ergeben? Wir haben hier unsere Waage, eine leere Schale. Stellen die mal drauf und drücken die Tara-Taste. Genau. Ihr seht, es ist auf 0. Und jetzt geht's los. Man kann gerade kaum was erkennen. 51. Ich schiebe die Schüssel mal ein kleines bisschen nach hinten. Stimmt noch alles? Aber ich habe gerade schon gesehen, 200, 300 Gramm, noch mehr 400. Ja, es wird über 500. Ja, 500 und über ein halbes Kilo. Erfolg. 527 Gramm sind sie. 527, okay. Und nun? Ja, was machen wir jetzt damit? Ja, müssen wir mal gucken. Irgendwie Tofu, Sojamilch, irgendwas werden wir uns noch Leckeres damit einfallen lassen und können dann natürlich auch noch hier auf Veggie noch ein bisschen was zeigen. Das ist klasse, das wird in das nächste Video. Okay.